Recht herzlich willkommen zur 10. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind im Spiel und unsere Aufgabe ist es, noch eine Stadt zu gründen. Und dafür brauchen wir noch einen Siedler, den wir hier machen. So, der kostet uns ein bisschen Geld, dauert eine Weile. Aber sollten wir hinkriegen, ne? Hier ist die Blütezeit. Wie sieht das hier aus? Ist da auch sowas? Reichtum. Okay. Auch schön. Ist das hier unten? Also, das war unser großes Kontor, was wir aus Versehen gebaut haben, glaube ich. Aber ist ja jetzt nicht so wild. Ja, letztes Mal habe ich schon gesucht. Aber hier wird irgendwie nicht angezeigt, wo ich... die Stadt bauen soll, ne? Aber vielleicht kommt das erst... wenn der Siedler da ist. Ich war dadurch etwas verwirrt. Sollen wir schneller laufen lassen, oder? Achso, da sehe ich das an Fortschritt. Der ist jetzt aber gerade nicht so stark. Ich glaube, wir machen mal an der Dreifahrergeschwindigkeit. Daneben geklickt. Ja. Können wir vorstellen, dass die Stadt hier so hin soll. Hafenstadt sozusagen. Oder aber hier? Nee. Hier wäre auch noch möglich, ne? Da ist auch noch wenig los. Gut. Gucken wir nochmal rein. Steht da. Arbeitskräfte fehlen, okay. Sollten aber gleich irgendwann kommen, ne? Nach einer gewissen Woche oder so, weiß nicht. Geld spielt keine Rolle, oder sehe ich das? ...272.951 ist Geld, oder... irgendwie passt da jetzt eine Übersicht nicht. Oder doch? 1616. Da haben wir Wohlstand. Das hier, aktueller Gebietsanspruch durch Städte, okay. Ja, Bilanz sagt eigentlich, dass wir 6228 plus haben. Oder haben wir das schon über Jahre angehäuft? Naja. Kontrahenten gibt's auch. Gut, aber das Spiel ist dann, man in dem Menü ist ja in Pause. Habe ich ganz vergessen. Das ist schlecht. Händler in der Stadt. Nicht mehr in der Stadt. Da läuft wieder was. Aha. Also 45% würde ich sagen, ist fertig. Nur noch warten, ne? Wachsen tut auch nichts hier. Ja, das ist unsere Aufgabe. So, wie sieht's aus? Na, dauert nicht lange, dann ist er fertig. Wenn er fertig ist, gehen wir wieder auf 1, ne? Oder ist das Zeichen dafür? Ich denke ja, ne? Ja. So. Freie Bautrupps und Siedler. So. Es wird nirgendwo angezeigt, wo ich diese Stadt bauen soll. Das klingt gut. Ich geh mal dahin, würde ich sagen, weil dies hier spricht irgendwie so ein bisschen dafür, dass da mehr Raum ist. Hinter diesem Berg. An dieser Stelle kann keine Stadt errichtet werden, okay.
Kohle, Ziegel, Holz. Fischer. Nicht schlecht. Jetzt da besser. Okay, hier gibt es auch noch Metalle. Felle, Fisch. Kohle nicht. Keramik, Salz und was ist das noch? Honig. Das klingt gut. Wir wandern los. Ja. Wir wandern los. Das klingt gut. Zu wenig Platz für eine neue Siedlung. Das klingt gut. Gehen wir da mal hin. An der Furt hier wäre vielleicht auch interessant, ne? Oder wäre Kohle auch. Was da? Keramik gibt's da. Okay. Da war gerade eine super gute Stelle, glaube ich, ne? Wir wandern los. Keramik gibt's da, Fisch, Ziegel. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Fisch. So, jetzt nur den Fisch. Das klingt gut. Kohle ist da nicht mehr. Keramik ist da auch nicht mehr. Auf dem Weg. Ich glaube, wir gründen da die Stadt, aber aha. An dieser Stelle kann keine Stadt errichtet werden. Ja, das ist ja doof, ne? Das klingt gut. Gehen wir da mal rüber. Fruchtbarer Boden. Da ging sogar Wein. Nicht schlecht. Ja. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Wo kann denn bitte schon eine Stadt errichtet werden dann? Ah, hier. Hier wird's gehen. Das klingt gut. Fruchtbarer Boden, Felle. Also los! Das klingt gut. Hilfe! Okay. Truppe ist auf der Flucht. Auch gut geklappt, ne? Spiel wird gespeichert. Bis wohin fliehen die denn, bitteschön? Truppe ist immer noch auf der Flucht. Ah, wahrscheinlich, wenn es da nicht mehr steht. Keramik wäre da gerade und Wein. Aber leider kann ich da nichts bauen. Ja, bis Sofia flüchten die wahrscheinlich, ne?
Ja, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass sie bis in die Stadt flüchten. Schade. So. Das klingt gut. Gucken wir mal da ins Gebirge, was da ist, oder? Hier gibt's sogar Salz. Salz und Kohle. Wir wandern los. Das klingt gut. Da wird zum Beispiel gehen, eine Stadt zu bauen. Nicht schlecht. Das klingt gut. Müssen wir die Ressourcen irgendwie hinkriegen, ne? Wir wandern los. Keramik. Salz, Keramik, Fisch. Ziegel. Das klingt gut. Nicht zu erreichen, doch. Wir wandern los. Okay. Gucken wir weiter. Da wird es auch noch Honig geben. Das klingt gut. Aktion aufgrund Feindkontakt. Ach komm. Jetzt flüchten sie wieder bis nach Sofia, weil sie gerade vor wilden Tieren Angst haben. Ja. Also ein bisschen was spricht er hier für, obwohl da diese Banditen waren, aber... Ja. Lass mal gerade dreifache Geschwindigkeit laufen. Bis die in Sofia sind. Ah, jetzt habe ich ihn abgewählt. Da muss ich hin. So. Hier können wir auch nochmal gerade gucken, ne? Keramik, Metalle, Ziegel und Holz, Kohle, Holz. Also los. Auch. Hier sind noch Felle. Das klingt gut. Da gibt's einen Fisch. Da, Salzfisch. Wir wandern los. Ein bisschen mager. Das klingt gut. Nicht schlecht. Da ist Wein. Wir wandern los. Wir sind hier auf der Insel. Ja, Insel, Halbinsel. Landzunge. Da ist auf dem möglich. Weg.
Ja, da ist dann nix. Also los. Nehmen wir da ein. Wein geht da. Da ist auch kein Wein mehr. Also los! Kohle. Aber da können wir auch wieder nicht. Doch, da geht bauen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das klingt gut. Ja, aber irgendwie wollte ich da oben hin, ne? Gehen wir da mal hin. Tempo steigern wir auch. Holzhütte. Da ein Haufen. 500 Kohle gefunden. Auch schön, ne? Also los! Okay, da kriegen wir Männer. Auf dem Weg. Ruine. Wir wandern los. Okay. Also los. So, hier sind wir am Gebirge. Da gibt's Honig, da gibt's Wein. Wir wandern los. Da ist wohl die Obergrenze, oder wie sehe ich das? Wir wandern los. Okay. Das klingt gut. Also los. Okay. Nicht schlecht. Wir wandern los. Also los. Also los. Stopp. Hier war doch gerade los. 5 Sachen, oder? Plus das. Hier gibt's Wein, hier gibt's Fisch. Keramik. Aber wir können hier keine Stadt gründen. Super. Wir wandern los. Das klingt gut. Auf dem Weg. Ja. Honig, Wein, nicht. Das klingt gut. Noch hin mit dem Wein. Also los! Nicht schlecht. Ich glaube, ich mache hier die Siedlung hin, oder? Veliki Preslav. Ein schönes Land. Gut. Kaserne, Kapelle, ja, ich glaube, das erste, was wir bauen sollten, war Kontor wird der errichtet. Ne, lass erstmal das Kontor als erstes errichten. Und haben wir noch einen Bautrupp? Ja. Straße festlegen. Zweite Stadt wählen. So soll's sein, oder? Und eine baut. Gute Wahl.
Oh, schon fertig? Das machen wir mal schnell. Gut. So, drei Städte haben wir. 2700 Einwohner. Jetzt müssen nur die Einwohner wachsen, ne? Bautopf, ja. Das dauert eine Weile. Was machst du hier? Kapelle, Depot, Kloster. Kann man eine Kapelle bauen? Okay. Bauen wir die doch, oder? Und da ist auch noch eine Macher. Schaut's hier aus. Ah, da fehlt's irgendwo dran, ne? Scheinbar Personal, ne? Kontor, kann ich das irgendwie abbrechen? Ich glaube nicht. Bauwaren fehlen, Rohstoffe fehlen und Überproduktion auch noch. Interessant. Den Bautrupp können wir doch mal wählen, ne? Und zwar von da nach da. Aha, da macht er da den Weg hin. Ein schöner Weg. Und dann bauen wir noch eine Straße. Und zwar von da nach da. Dann nimmt er den vorhanden und dann wird interessanterweise da so abgezweigt. Machen wir nochmal. Machen wir nach da. Transitabkommen benötigt, okay. Da macht er den Bogen um die Straße. Da wird eine Umgehungsstraße schon gebaut, interessant. Sieht gut aus. Machen. Okay. Kontor ist gebaut. Dann sollten wir hier Dinge bauen, die auch gehen, ne? Das muss alles gebaut werden. Ja, ich glaube, das bauen wir als erstes dann, ne? Und dann brauchen wir noch einen Händler, der da auch was hinbringt, ne, oder? Den von meinem Gasthof. Den laufenden Rindenpulver dann. Ja, kümmern wir uns dann drum. Steht auch Plus drunter, oder? Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir hier gebaut haben, ne? Abreißen. Ach, da ist ein Pfeil dran. Da könnte man die Straße ausbauen. Tendenziell würde ich sagen, bauen wir das Stück aus. Ja, machen wir mal. Wir bauen alles aus. Ja. Läuft, ne?
Jetzt müssen wir nur langsam aber sicher mehr Einwohner bekommen, in dieser Stadt vor allem. 100 sind da. Ein paar freie Arbeitskräfte sogar auch. Fehlt es an Rohstoffen, gehe ich von aus. Ja, genau so ist es. Dafür brauchen wir aber den Händler und der wird zurzeit hier gemacht. Aber das dauert, ne, die Kapelle. Oh, stopp, da oben. Die Sonne wird jetzt mal gesteuert. Gut, das passt ja dann. Route planen von dort nach dort. Und ja, soll er doch mal machen, oder? Und los geht die Tour. Und los geht die Tour, genau. Haben wir die Route aktualisiert. Er hat auch schon diese Sachen wohl eingeladen. Wo fängt er denn an, da? Ja, oder? Ja, wir werden es gleich sehen, ne, wenn er losmarschiert. Steht auf der Route 2. Route ist aktiviert. Ist der das? Nein, das ist der Bautrupp. Ach, da ist er. Händler doch hier in der Stadt. Und läuft jetzt gerade hier hoch. Und das ist der. Und der hat jetzt nichts dabei, ist auch klar. In der Stadt gibt's halt nichts. Gut. Okay, das läuft auch. Wenn das läuft, dann müsste es eigentlich auf kurz oder lang so sein, dass da Baustoffe hinkommen und dann sollte da auch gebaut werden. So, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.